Düsseldorf. Es sind schockierende Bilder, die alles andere als leicht zu verdauen sind. Mitten in der Innenstadt von Düsseldorf lag ein Hund auf einem Grill. Das dachten zumindest die Passanten, bevor sie näher kamen. Doch bei genauem Hinsehen handelte es sich bei dem Hund auf dem Grill um eine Attrappe. Hinter der unglaublichen radikalen Aktion steckt die tierrechte Organisation PETA. Bei einem sommerlichen Barbecue sprechen die Gäste ausgelassen über die Qualität des Hundefleischs auf dem Grill. Schließlich schneidet der Grillmeister die Beine des Hundes ab und verteilt die Fleischstücke. Dieses Szenario wäre für die meisten Menschen ein Grund, die Polizei zu rufen, während sogenannte Nutztiere zuhauf auf den Tellern landen, heißt es von PETA. Deshalb stellen die Tierrechtler die Frage, wenn sie keinen Hund essen würden, warum dann ein Schwein? Neben der Hundeattrappe machten sie mit Flyern, Schildern und Bannern auf ihr Anliegen aufmerksam. Ziel, das Bewusstsein für eine tierfreundliche Entscheidung beim Einkauf zu schaffen. Es macht keinen Unterschied, ob das Fleisch auf unseren Tellern von einem Huhn, Rind oder Hund stammt, denn alle Tiere leiden gleich, so Stefanie Scholz, Leiterin des Streetteam Düsseldorf. Mit unserer Aktion appellieren wir an das Mitgefühl der Menschen und möchten sie dazu animieren, anstelle der zerstückelten Teile einer Tierleiche lieber Gemüse- oder Fleischalternativen auf den Grill zu legen.